Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pros Lorenzo mit einem PK Fire Deck. Ja, das ist relativ ähnlich mit unserem. Wie ähnlich genau, das sehen wir gleich in der Deckbewertung. Soll ein RL Deck werden, sobald die Karten rauskommen. Mal schauen, wie es läuft. Sprungeinstieg, habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Hoppala. Ist aber noch nicht viel passiert. Wir haben nur einen Twin Twister abgeschmissen und auf zwei Karten geschossen. Dann specialen wir mal den Kalkab. Sicher, Special? Ja, was willst du mit dem Normeln? Warum sollten wir den jetzt normeln? Ja, gut, stimmt eigentlich. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Die Karte ist eh schon offen, also von daher. Aber solange wir nichts suchen, hat die Karte auch keinen Effekt, ne? Nö. Gut, dann. Dann bauen wir einen Cherubin. Wir dürfen uns überall Karten hinzufügen, nur nicht auf die Hand. Richtig, dann packen wir mal schön weiter auf den Friedhof. Ja, yes, hier würde er gerne mal. Und Graf Dann haben wir wieder. mal einen Graf zurück. So, dann Shirobimi. Und ich sehe jetzt übrigens absolut nicht ein, warum wir nicht die Olle fahren sollten. Ja, ich hab nichts dagegen, die zu fahren, das war gerade nur eben die falsche Idee. Was haben wir denn jetzt noch im Grave nochmal? Im Grave haben wir die beiden hier. Okay. Das heißt, wir machen jetzt mit. Erstmal Chirubimi machen wir jetzt. Dann können wir jetzt leider nicht das Play mit den Phantom Knights machen. Oder wir können das machen, dann müssen wir den Farfa aber specialen. Und womit er dann nicht live wäre. Also in dem Zug. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das war, ich glaube, das waren ein bisschen viele Wartemals. Worauf soll ich warten? Ich überlege. Wir machen das Play mit. Wir banishen. Wir holen und wir legen den Phantom Knight rein, der was sucht. Das war der? Nee. Genau. Oder? Doch. Doch, war der. Okay. Pass auf. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt aktivieren wir die Rota und suchen uns was. Wir haben uns das gesuchte Ziel nämlich banished, da bauen wir einfach ein Levea und holen es wieder, weil dann ist er gebanished. Das, nein, der banisht die Karte nicht. Jetzt zieht selber eine Karte. You can Oder? Ah, banish. nee. Banish Der the addet Karte. card. Der If you addet do that, Karte. player draws one card. So. Immer mit der Ja, Ruhe, aber. ja? Ich habe mir das schon durchgelesen. So, also, Boots. Oder? Nein. Gloves. Gloves, okay. Nicht. Ja, genau. Gloves. Okay, Gloves. Na, möchtest du? Na? Grund, warum wir uns Gloves suchen, wenn er den jetzt banisht und wir den mit Levia zurückholen können, hüpft Boots for free aufs Feld. Das wäre bei Boots Und aber wenn auch den so. dann. Boots kann auch auf Boots gespecialt werden. Ja, aber dann haben wir Gloves und Boots. Ist besser als Doppel. Er macht's. Nice! Oh, hallo Skam. Ja, guten Abend. Dann specialen wir mal den Farfa aus der Hand. Gehen uns ein Levia bauen. Ich mich gerade nicht verzählt habe, hätten wir den eigentlich auch normen können. Das ist richtig, aber es macht keinen Unterschied. Ja, weil er eh kein Target mehr hat, das ist richtig. Hängen wir es trotzdem den Fafa ab und nicht den Graf. Ja, klar. Weil Graf ist ja auch schon raus in dem Zug. So, dann jetzt aktivieren wir dich. Jetzt hast du es gerade verplayed. Boots. Wir hätten. Nee, Quatsch, wir hätten es. Doch, So, wir hätten jetzt nämlich den Skam zwischendurch normeln können. Auf Bruchschatten hätten wir das andere noch dazu specialen können. Egal. Dann haben wir Fällt es natürlich halt trotzdem. trotzdem eine Summon. Dann specialen wir mal Boots. Und hallo Dante. Dann haben wir mal einen. Oder? Ja, doch. Dante, dann können wir mit der Skande Beatrice machen.
Alternative wäre Grampus. Ja, dann, ja, dann. Na, ich will eigentlich fast die Wetterkarte loswerden. Die ist relativ harmlos. Auch wieder richtig. Und er hat gerade nichts, womit er austauschen kann. Dann brauchen wir eine Beatrice. Also erst ein Dante, drei Mill und Main 2 eine Beatrice. Wir können theoretisch auch mit Ainsley Beatrice machen, weil die gleiche Angriffspunkte hat, aber ja, machen wir. Ja, richtig, aber ich habe die Beatrice gerne in Def, wenn es nicht unbedingt sein muss. Eben. Wir hängen natürlich Boots ab. Wegen Und Fogblade suchen. drei. Stichwort Fogblade. Wir würden gerne kein Fogblade vom Graveyard chainen. Nein. So, dann rein. Aber der Tündus hat ihn sauber minus gehen lassen. Der war ganz okay, ja. Haben wir uns eigentlich angeschaut, was die andere Karte war, die wir den Valhalla über den Haufen geschossen haben? Es war, meine ich, irgendwas Nerviges, aber Dann mal ich kurz weiß es halt zusammen. auch nicht. Ich hier mal kurz die Zusammenfassung wegen dem kleinen späten Einstieg. Also, er hat Valhalla aktiviert, das Viech aus der Hand gespecialt, zwei Karten gesetzt und Go gesagt und beim Twin Twister seid ihr eingestiegen. Also, wie gesagt, es fehlt halt nicht wirklich was. Dann noch Beatrice. Also, ja, gut, von mir aus. Set Fogblade und Go. Ja. Ja, wir suchen noch ein Fogblade. Setzen das dann und behalten die andere Karte auf der Hand. Wir suchen doch jetzt noch ein Fogblade. Wir haben zwei Boots im Grave. Ach so, ja. Stimmt, der hat ja vorne eingemillt. Dann nein, bitte nicht das Fogblade unchain. Weil auf die Art weiß ich nicht, was die Karte auf unserer Hand ist. Wir können noch zwei setzen. Lass mal zwei setzen, lass mal zwei setzen. Ja, stimmt, weil warum Fogblade suchen, wenn wir schon eins haben, ne? Ja, auf die Zonen müssen wir ja nicht aufpassen. Er spielt ja offensichtlich nicht Jack Knight. Richtig. Ja, wobei vielleicht irgendeine schräge Kombi, aber ja, sei es drum. Endfass. Ja. Und wir haben noch einen Tourguide. Genau. Nein, immer noch ein Fogblade unchain, bitte. Der Tourguide in der Entwicklung ist auch so klasse. Und überhaupt nicht unfair. So, also wirklich Karten hat er ja nimmer. Also gut, die kommt jetzt wieder. Die ist aber auch voll okay. Wir haben uns alles gesucht, was wir uns suchen wollten. Ich sehe auch nicht ganz den Benefit dahinter, die Karte hier hinzusetzen. Das verstehe ich auch nicht. Naja, sei es drum. Wahrscheinlich, weil es nicht die beste Karte ist und deswegen. Also das ist schon mal keine Reverie-Karte, würde ich sagen. Das würde die hier liegen. Wir würden gerne End of Turn was machen. Ist nicht End of Turn, das ist Battle Phase. Ja, aber wenn es dann End of Turn geht, würden wir gerne was machen. Wir würden vielleicht sogar lieber die hier Fogbladen, weil dann die gesamten Fallenkarten haben ja keine Effekte. Die geben ihr den Effekt. Sprich, wenn die gefogbladet, das kann die gar nichts mehr machen. Ja, das ist ebenfalls richtig. Also Fogblade jetzt. Moment, 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 Moment. Nicht so schnell. Wenn wir jetzt fogbladen, müssen wir auch noch überlegen, wie wir das Ding anschließend wieder loswerden, weil wir haben keine Extra-Deck-Zone mehr. Fafa? Das ist fair. Okay. There's a Fafa for that. So, das hatte ich der Haken bei Weathery. Wenn du den Monster-Effekte blockierst, sind die Fallen und Zauberkarten auch useless. So, und jetzt, wenn es End of Turn geht, müssen wir mal kurz was überlegen, wie wir die Beatrice möglichst gewinnbringend einsetzen. Ob wir da nicht irgendwas durch die Gegend cheaten können, dass wir einen Kalkab wieder kriegen. Was ich bezweifle. Für die Karte hier. Schauen wir mal. So, weil hier sind Also, auf jeden wir, Fall weil würden wir hier gerne mal Endphase Beatrice machen. liegt auf jeden Fall eine Weathery-Karte. Und das heißt, wir hängen All Dante ab, oder? Ja, wir können mal Dante abhängen. Nein, nichts unchain. Oder hier ist nur das Hogblade, ne? Ja, dann würden wir gerne nichts anscheinen. Was haben wir denn jetzt alles? Ja, Nein. Reno und ansonsten den üblichen BA-Klimbim. Wollen wir uns den letzten Fafa natürlich aufheben. Für unseren Zug.
Dann können wir Wir können einfach Gaben nehmen und was suchen. ja. Bevor er abhaut. So. Ja. Erstens, und wir nehmen den Kalkab wieder auf die Hand. Das Gar kriegen wir nicht, glaube ich. Oder kann es zumindest sein, dass wir den nicht kriegen. Immer gleich. Lol, der dürfte das jetzt nicht machen können. Doch, Ah, weil das hat Bandit, Bandit Bandit sich Exert jetzt. Kosten. Dann würden wir aber gerne unchainen und ein Fogblade machen. Für den. Aber der kommt erst in seiner nächsten Standby-Phase, oder? Oder in unserer Standby-Phase? Sehen wir gleich. During the Standby-Phase of the turn. Okay, das kommt unserer Standby-Phase wieder. Sprich, die Draw-Fast-Karte kriegen wir for free. Ja. Wenn wir es einfach mit Levia den Kalkab wiederholen, schießt er sich selber über den Haufen, bounce ihm die Karte, dann Dingens hier, Farfan wie ihm das Viech wieder auf die Hand zurück, Farfan wie ihm das Viech weg, womit die beiden Karten nutzlos werden, und easy. Außer Special ist jetzt natürlich. Okay, Special ist dahin. Okay, dann bounce mir auf jeden Fall die Karte ganz links auf die Hand. Genau. Hallo Kalkab. Nein, nichts unchainen, bitte. Ja. Und ja. So, wenn ich gerade so holen, fliegt eh gleich über den Haufen, dann antworten wir. Scheiß Wackelkontakt. Also, Fahr. So, sorry für den kleinen Cut, da gab es ein kleines technisches Problem. So. Aktiviert er sich. Sammelt die weg. Jetzt ist das die Karte, da keine Spiegelkraft ist, weil die kann er gerade nicht aktivieren, mit anderen Worten. Die einzige Karte, die er aktivieren kann, ist die da. Und über die denkt er gerade nach. Und die muss jetzt kommen, weil die Karte ohne sein Viech nutzlos ist und dann haben wir Liefel auf dem Feld. Sogar doppelten. Und das ist das, was auf dem Feld liegt. Also, ja. RIP. Also ich habe die Weathery-Effekte jetzt nicht alle im Kopf, aber ich meine, da gab es ihm nichts, gab es jetzt gerade nichts, was ihn retten, Zellalon retten könnte. Na? Gut. Danke. Danke. So. Battleface Roms. Jo, in Attack würde ich erstmal setzen. Ja, natürlich. Und dann Battleface Roms, bevor Dinge passieren. Warte, rechnen, wir drehen den auch in Attack. Nur falls da irgendeine Single-Target-Karte liegt, die die Beatrice am Angreifen hindern würde. Okay. Unwahrscheinlich, aber sicher ist sicher. Und wenn es eine Spiegelkraft ist, retten uns die Boots auch nicht. Ja, wenn's Ich hab's callen müssen. Eine Drowning Mirror Force ist, wollte ich gerade noch gesagt haben. Ja gut, dann passiert das. Ja, gut. Dann aktivieren wir die auch noch We vorher. ja, natürlich. So, Nein, wir nein, würden wir wollen gerne nichts nicht anchainen. anscheinen. Ja, was nehmen wir denn? Da wir eh noch den Tourguide haben. Wir können mal einen Livek reinlegen gehen. Ja, Moment, wo waren der jetzt? Ganz links. Da. So, nein, nichts unchain. Dann haben wir mal einen Alich. War das trotzdem Liefel mit dem Ding im Friedhof? Ja, schon.
Ich wusste gar nicht, wie viel Attack der Phantom Knight hat, deswegen. Auch mindestens 1200. Hat er so viel? Nee, aber das langt. Weil Barbar ist eine gute Ah Karte. ja, stimmt, Barbar haben wir ja auch noch. So, Attack. Und dann Tugat holt den Barbar aus dem Deck. Oder Cherubime. Wir bauen lieber den nächsten Cherubime. Ist Stimmt, besser. das ist sinnvoller. Wozu auch Normal Summon, ne? Jetzt. Kurz Da gucken. war eher gut. Egal, irgendein Cherubime. Glaubt der da ernsthaft, der kann nicht mit einer Mirror Force Sachen machen? Zäh! Nein! Achso. Bist du echt bescheuert? Ja, bin ich. Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, Plan B. Alter! BM, ist nur Wenn wir BM. jetzt darauf eine Ash kassiert hätten, hättest du das so verdient gehabt. Ja. So. Für den Levi, ja. Oder einfach den nächsten Jirobibi. Nein, für Levi, ja. Ja, gut. Maximale Recovery. Barbar weg und Gloves kommt her. Ich muss aber kurz was gucken. Ich glaube, Cherubim liest sich nämlich so. Ja, das Wechsel hätte mir sowieso Kosten gewesen. Hätte also so und so geklappt. Das war trotzdem boostet. Ja. Ja, okay. Aber wie gesagt, es wäre wurscht gewesen, weil das Weglegen Kosten ist. Ja. In dem Fall war es also bloß BM. Bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir. Wir haben einen Barbar, einen Seer, einen Mathematiker, einen Rhino, einen Kalkab, zweimal Libbig, zweimal Alig, dreimal Farfar, Graf, Tourguide, Gloves, dreimal Skarm, zweimal Cloak, dreimal Boots, Rubik, zweimal Ashe, zweimal Ogre, Maxi, Rota, Darkhold, Foolish, zweimal Twin Twister, dreimal Fogblade, Anti-Spell, dreimal Strike und eine Warnung. Wie bereits gesagt, ist das unserem jetzt sehr ähnlich. Extra Deck ist identisch und Main Deck ist auch fast gleich. Einzige Unterschiede im Main Deck sind der Mathematiker zusätzlich, das Rhino zusätzlich, ein zweiter Libbig, ein zweiter Alig, ein Dark Hold statt dem dritten Twin Twister, ein Ash Blossom weniger und ein Anti-Spell weniger. Jetzt habe ich eine Sache in der Aufzählung vergessen, oder? Oder? Nee, es war alles. Doch, war alles, ja. Das sind die Unterschiede. Genau. Und da es so kurz nach unserem PK Fire Deck ist, vermute ich mal, dass du der Ansicht bist, dass es so besser ist. Also, schauen wir mal kurz. Die dritte Ash hat durchaus ihre Daseinsberechtigung. Weniger deswegen, weil es zwingend eine Ash sein muss, sondern einfach deswegen, weil du verdammte Axt nochmal Handtraps brauchst. Jetzt kann man fairerweise Ist dazu leider sagen, so. dass das ein RL-Deck wäre, denn soll. Mit anderen Worten, vielleicht hat er zwei Ashes gehabt und will sich keine dritte anschaffen. Ja, aber demnächst kriegt Lockbird ein Reprint. Dann Den braucht man muss der rein. gegen. Ja, sobald der Lockbird den Reprint kommt, kommt einfach der rein. Weil Ja, ge ich hab. du brauchst irgendwas gegen Spiral und Lockbird ist halt GG gegen Spiral. Ja, weil Spiral ist nach der Bannliste halt immer noch das beste Deck, was rumläuft. Also tun Lockbird rein. Ja. Der ist sogar preislich schon ein bisschen gedroppt. Der kostet nur noch 15 Euro und nicht mehr 3, und nicht mehr 20. Ja, weil die Leute halt wissen, dass sie mit dem Reprint sowieso billiger werden, würde ich sie die teuren loswerden wollen. Naja, immer noch scheiße viel für eine Rhea. So. Den Mathematiker finde ich nicht besonders pralle, Normalbeschwörung muss ich verbraucht sagen. und die BAs disabled. Zumindest kurzfristig. Wäre eine Special Ja, Summon, so. wäre es was anderes. Oder könntest du mit irgendeinem Phantom Knight oder so einen Scheiß bauen? Ist er aber nicht. Der ist eine Normalbeschwörung, die keine Special Summon enabled und BAs disabled. Und das ist halt so, naja. Ja, also da bin ich kein Freund von. Die Idee, mehr BAs und Rhino zu spielen, muss ich sagen, ist wahrscheinlich gar nicht so dämlich, weil du halt wirklich mit Cherubime und Beatrice öffnen willst. Also, das ist von mir aus noch okay. Dann würde ich aber eher den Mathematiker für den zweiten Rhino kicken. Zumal das Rhino ja nicht die BAs disabled.
Richtig. Darkhold bin ich aber noch kein Freund von. Gut, das ist natürlich eindeutig RL, weil ansonsten wäre da einfach ein Regieki drin. Logisch. Ja, da bin ich aber immer noch kein Freund davon, das Main Deck zu spielen. Vor allem auf Auf Kosten des Twin Twisters. zwei Twin Twister runterzugehen ist voll okay, weil wenn man eh mehr BAs reintut, muss man halt irgendwo Platz schaffen. Und dann ist der dritte Twin Twister durchaus eine Überlegung. Weil du Auf ja noch irgendwie ein, die Lockbird reinkriegen musst. genau, auf ein Anti-Spell runterzugehen, finde ich keine gute Idee, Weil den eh nicht ziehst. weil genau, den ziehst du nicht. Also bleib dabei zwei und oder geh auf gar keinen runter und cutte deswegen was anderes. Aber wenn du ihn spielen willst, nimm zwei rein, weil Anti-Spell ist dann noch die beste Möglichkeit, Pendulum Magicians rauszunehmen. Ja, und gegen Spiral ist das eigentlich auch ganz okay. Ja, halt kein Fließball im ersten Zug ist auch was. Und kein Auto. Ja, das hat was, Ja. weil ohne Fieldspell haben die echt ein Problem, den Quickfix zu suchen. Wenn sie ihn nicht schon auf der Hand haben. Also ohne Fieldspell und ohne Foolish und ohne Auto kommen die echt schwer ran. Dann müssen sie ihn nämlich wirklich ziehen, den einen. Was passieren wird, weil es der Gegner ist, aber theoretisch. Ja. Dergestalt, ja. Ansonsten zum Extra-Deck gibt es nichts zu sagen, weil es genau das gleiche ist. Ja, also, ja, logisch. Ja. Ja. Ne? Passt so. Und ja. Das war's dann eigentlich. Ja, also ist im Endeffekt alles, was man wirklich sagen muss. Mathematiker lieber raus, stattdessen eher ein zweites Rhino. Zweiter Antispiel oder gar keinen und guck, dass du ein Lockbird reinbekommst. Ja. Und wenn man dann Rhino spielt, ist die natürlich auch die größere BA-Ratio sinnvoll. Ja, also wenn ich meinen BA-Haufen noch herumfliegen hätte oder so, würde ich mir wahrscheinlich, oder grundsätzlich würde ich wahrscheinlich empfehlen, einfach Starthändetests zu machen und gucken, wie der so der Unterschied ist. Aber sieh zu, dass du mit dem Haufen wieder auf 40 runterkommst, würde ich empfehlen. Gibt es ja diese schöne Funktion, wo man einfach das Shuffle drückt und dann die ersten fünf Karten anguckt. Das zum Beispiel ist scheiße. Ja, gut, das brickt das Darkhold zu. Irgendwann brickt jedes Deck außer Spiral. Spiral kann auch bricken. Ja, eigentlich schon. Theoretisch kann jedes Deck bricken. Ja. Jedes Deck hat irgendein Blatt, was so scheiße ist, dass man selbst mit dem Deck nichts anfangen kann. Die Frage ist nur, wie Ja, wahrscheinlich ist egal. das? Wie auch immer. Das Deck hier kriegt man sowieso mal 13 Punkte. Weil es grundsolide ist, es macht seinen Job. Ja. Und wer es das ist, haben wir bereits ausführlich erläutert. Also, ja, 13 Punkte hierfür. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten euch gefallen, vergesst nicht zu bewerten. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.